Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tales of Hysteria. So, wir stehen anscheinend gegen so einen Endboss. Keine Ahnung. Dann einfach mal. Ein Dreckegel. Abmorph und Drache. Der wäre 36 schwach gegen Feuer. Shit. Junge, kann der aushalten. Er schluckt aber auch. Aber bis jetzt hat er keine wirklichen starken Attacken, die einen schnell fertig machen. Er hält einfach nur saugut aus. Na, der Aufstieg für alle, das ist gut. Eine normale Kugel erhalten. Aha. ごめんなさい。迷惑かけちゃったわね。うん、助けられてよかった。私はフォーシアよ。あらあら、同席がこんなところに。大地の記憶、それもらえない？ええ、いいわよ。こんなものじゃお礼にもならないけど。 そんなことないよ。ありがとう。まあまあ、欲のない同志様ね。お礼の代わりといってはなんだけど、加護を頼めないか。この近くのゴドジンという村なんだが。ゴドジン？火の試練神殿がある村ね。でも器はあるかしら。それは探すから。わかったわ。とりあえず村に行ってみるわね。 Okay, da erscheint wieder jemand, sich so in Helium verwandelt zu haben. Wir werden uns mal den Stein mal genauer angucken. Ein gelber Irisstein, Urudin. Held Loves Lakaien wandeln unter den Menschen und stiften die Völker dazu an, gegeneinander in den Krieg zu ziehen. Sie schon wieder.
Und sie dient ihm. なんだ今の。どういうことだ。干渉してるってことじゃないか。ヘルダルフの配下が人間の社会に。汚れを生むためにか。前に見たのと関係あるんじゃない？あいつは戦争を利用して兵馬を生んでた。戦争を起こさせようとしてるのか。これは過去の記録。もうすでに起こしてるんでしょうね。みんな騙されてるんだ、ヘルダルフに。いや、自分の意思で協力してる奴も多いはずだ。 Ja, so ist es auch mit den Menschen hier. Wie wir vorhin ja gesagt haben, die sprechen alle über Krieg und es wird auch Krieg dann kommen, weil man darüber spricht. So, warte mal. Ich wollte eigentlich hier nochmal vorbeischauen und auch da mal kurz vorbeischauen. Oh, haut ab. Sehr doof. Die stinkt. Ach, Matt. Da ist los, kann ich nur gesagt mal loswerden. So, jetzt können wir das mal hier öffnen. Eine silberne Truhe, die kriegen wir auf. 3400, geil. Schön. So. Hm? Ich hoffe nur, dass Forsair annimmt. Außerdem möchte ich einen passenden Träger finden. Käme nach Godun zurück. So, das haben wir also fast erledigt. Da mal rum. Soll ich noch mal schnell gucken gehen? War mir klar, dass wir da nicht durch können. Also sind wir komplett rum. Rechts. Bleiben. Aufknacken. Ah, hier waren wir schon mal. Na komm, den können wir mal erledigen. Mina, jeder Kampf ist auch ein bisschen Training. Nur unsere Leute lernen auch mal was dazu. Was ging es halt hier schwach eigentlich? Ging alles Mögliche. Den Kampf war das anscheinend sehr widerstandsfähig. Okay, haben wir auch diese Gegend untersucht. Jetzt können wir hier auch wieder. Na, halt. Sind wir hier? Ah. Gut. Gut versteckt. Mal lassen. Jetzt können wir hier verschwinden. Ah ne, in der oberen Ebene haben wir auch noch einen Umweg laufen. Hallo und tschüss.
So, rechts rum und dann muss ich hier einmal vorbeischauen. Dann hier nochmal vorbeischauen und dann werden wir aus. Oh, was haben wir hier? Nehmen wir doch gerne mit. Was ist da erst runtergefallen? Obwohl die Höhle nicht wirklich gründlich durchzieht. Letztes Mal. Und ich glaube, ich war auch da nur in der Durchreise. Ganz schnell. So. Es kann sogar hier noch was sein. Sieht so aus. Oh, kommt hierher. Ja, die sind schnell platt gewesen. Da ist noch eine Schatztruhe, die nehmen wir gleich mal mit. Ist doch Truhe. Uiuiui. Da klebt was um uns am Arsch. So, haben wir das fein fertig gemacht. Hau ab. Mag dich nicht. So, jetzt können wir abhauen. Aber jetzt gibt es hier nichts mehr, was wir erkunden könnten. Ne, jetzt sind wir wieder am Ende. Gut, jetzt auf zum Dorf. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Und ob wir auch diesen dummen Fake-Hörte mal entlarven können. Was meint ihr? Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Aber dafür müssen wir auch nach Petrago latschen. Hoch und dann da lang. Gut. Also langsam merke ich mir diese Gebiete ein. Die ersten Gebiete, wo wir waren, die hat man ja einfach nur durchlaufen. Also da weiß ich auch schon nicht mal so ganz genau, was ich da gemacht habe. Oder wie die Gegend aussieht. Ist doch ein bisschen länger her. Ja, wie immer. Weiß schon. Und rein geht's. Hallo Leute, ich bin wieder da. Sonjo-san, okite daijoubu nano? Anzuru na seinen. Subete wa maruku osamatta. Kono doushi Maruho no katsuyaku niyotte na. Dou shiyo. 心配をおかけした。だがまだ気分が優れないのです。失礼。様子が変だよ。何かあったんじゃ?
あのマルフォという男、村長を脅していたのよ。教皇の悪事を公表するぞって。なんで教皇って。マルフォは元司祭だ。それに教会が偽エリクシールのこと調べてるって。教えてもらえる？詳しい事情。なるほど、失踪した教皇が偽エリクシールを作ってたのね。けどそれは村のみんなのためなんだ。村長は偽エリクシールの販路と製法をマルフォに教えたわ。今後教会が石聖鉱を買い取ることを条件にね。どういうこと？脅迫に屈したんじゃなくて取引をしたんだね。そう、教会は全教皇の悪事を不問にする。その代わり偽エリクシールの販売もお手にする。マルフォは調停役として報酬と信用を獲得する。ゴド人は合法的な収入を得るってわけね。罪のもみ消しじゃないか。それに教会が偽エリクシールを売るって正気の沙汰じゃない。残念ですがあり得ることです。お金が必要だものね、人の世は。あのこの村の加護は器、学校の建物にしようと思うんだけどどうかしら。いいの？教皇、いいえ、村長は自分の死期を悟っているみたいね。それは私の家具でもどうにもならない。だから村の収入源を残そうとした。見届けてみたくなったのよ、彼の決意の結末を。ありがとう、フォーシアさん。どういたしまして。決意の結末か。Der Segen für Region Gudrin wurde wiederhergestellt. Juhu! Und das ist ja Fluchtrank, oder? Den Trank des Lebens. So. Ich kann aber mit ihr sprechen. Ich habe eine Idee. Vielleicht ist es die Aufgabe der Seraphim, Zeugnis von den Taten der Menschen abzulegen. Oh, kann man mal machen. Ach ja, und so haben wir wieder einen Ort. Ach, da sind sie ja wieder. Ein Ort wieder, Überlebt. Guck mal, was Nettes gibt. Oh, oh. Müdigkeitsschild. Feldspatweste. Wir haben eigentlich die Kohle dafür. Das machen wir mal so. Davon bitte ein. Klingt doof. Aber definitiv mit. Nimm auch mal mit. Einkaufen. Also einen einzigen meine ich. Und dann nehmen wir beide mit. Mensch, das ist mal ein Einkauf. Der Ladenrang ist jetzt bekannter. Juhu!
bringt mehr als Apfelgummi. Gut zu wissen. Nochmal. Ob durch den Kauf was Neues dazu gekommen ist? Nein. Und nicht. Das muss auch erstmal eine Zeit vergehen wieder. Nun denn, so. Wir gehen hier nochmal schön fett fressen. Englisch mal. Tomateneintopf mit Lamm. Oh, das klingt lecker. Nehmen wir doch mal. Was あの、新たな装備品を生み出す。素敵ですよね。素敵ね。転属にはたっぷり時間がありますもの。こういう趣味もいいものですわよ。それ趣味なの。 Hat ein Talent erlernt, Fusion. Wie jetzt? Okay. Ich glaube, die ist die einzige so bisher, die überhaupt. Ah, nee, hier jetzt auch was. Auch was? Toll. So ist der einzige, der noch nichts hat. Keine weiteren. Immer noch die Standarddinger. Die Antwort des Oberhaupts. Kango hat geheilt, aber Sonchou-san hat. Grund ist, dass er die Sekisei-Kou zu verkaufen hat. Wahrscheinlich. Er hat alles verstanden. Er hat sich eher die Strafe gewünscht. Er hat sich die Strafe gewünscht. Wenn das wahr ist, 風の骨の出番はないね。これがあの方の出した答えなのでしょう。冷たいようですが、これ以上は私たちが関わることではないと思います。それでも教会には腹が立つな。天族を祀るなんて聞いて呆れる。あのマルフォってのが仕組んだならやるわね。脇役がおのくせに。けど、汚れは放ってなかった。どういう人間なんだろう。気になるよね。 Das ist wichtig. So, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann auch mal Schluss, denn wir können hier keine mehr Leute mehr anquatschen. Also würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis dahin, ciao.